Hallöchen, meine lieben Nerds, Geeks und Gamer. Heute mal wieder Unboxing-Video mit mir, Freddy Leck. Und mit mir, Malle. Wir haben heute die Wootbox und ich bin scharf drauf. Ich darf jetzt öffnen, oder? Nö, immer noch nicht. Oh, na, natürlich. Öffne, endlich. Öffne. Ich nehme auch quasi, wie immer, einfach nur das erste raus. Und passt gar nicht zu dir. Das passt gar nicht zu mir. Ja, weil das das Größte ist. Pop-up. Animation. Den Bender Futurama. War ja mit Motto, ne? Ja. Futurama, Star Wars, ich weiß Halo. Gar nicht, irgendwie, keine Ahnung. Space auf jeden Fall. Space, genau, Space. Ja, Pop-Up-Figuren. Meine erste war Lara Croft, muss ich ehrlich sagen, und ich habe mich irgendwie in diese hässlichen kleinen Viecher verliebt. Ja, Pop-Up-Figuren sind saugeil. Vielleicht kann ich hier gerade mal ein Bild von meiner Sammlung anblenden. Die ist noch nicht so riesig, aber sie wird größer, Ladies. Sie wird größer. Schon wieder ein Ladywitz, wie beim letzten Mal. Ja, lassen wir das. Mit in der Futurama-Reihe sind dann hier hinten nochmal natürlich Fry, Lila und Gelb. Robert Devil. Aber Bender natürlich. Letzte Simpsons-Folge habe ich gesehen. Die Crossover. Bart hat behauptet, Bender sehe aus wie Homer. Lass ihn mal so stehen. Ja. Geiles Zeug. Bitteschön. Ja, dann nehme ich mal das andere große und was ist es? Es ist eine Tasse, als wenn ich noch nicht genug Tassen hätte, aber eine Tasse von Star Wars, hier vorne schön mit einem Stormtrooper drauf und wo drauf steht Flame Trooper und hinten mit dem Star Wars Logo, klassisch. Es gibt hier noch mehr Max und zwar die hier. Das nächste ist noch was Kleines. Das passt zu dir. Was Kleines. Du bist so ein Assi. Back to the Future 2. Letztes Mal unser Versprecher mit dem schönen Bändchen. Diesmal haben wir es direkt. Auspacken? Ja, ne? Einmal ein Bändchen zeigen. Pack aus. Immer dieses ganze Plastikzeugs. Schön ist dieser Pseudo-Leoparden-Muster. Dieses Pseudo-Leoparden-Muster hier hinten. Da hat man den Doktor als Joker, das finde ich ganz geil. In so einer Zwangsjacke, guck dir das mal an. Das ist wirklich Hammer. Ja. Wen haben wir dann noch? King Biff. Was ist, ja. Herzkönig, wir müssen jetzt nicht alle durchgehen. Nein. Aber der ist noch wichtig. Der ist noch wichtig. Hier. Oh, der Marty. Ansonsten wiederholten sich die Muster tatsächlich auch einfach nur verschiedene Farben ein bisschen. Ansonsten ist es das Gleiche. Ja, Kartenspiel auch immer so ein nettes Dauerbrenner eigentlich, ne? Ich würde sagen, auf dem nächsten gemacht. Spieleabend können wir mal aufspielen. Das ist safe, ja. Das stimmt wohl. Das können wir definitiv. Ja, was haben wir denn noch? Ich greife mal zu dem Shirt. Und das letzte Thema ist Halo. Ich zeige es jetzt noch nicht mal so, sondern in der vollen Pracht. Bitteschön. Dankeschön. Scheint kein... Doch, ein Wootbox-Exclusive. Wie so häufig. Palach. Ja, ich würde sagen... Halo-Theme, ganz klar. Es ist halt der Master Chief. Halo. Das Lightsword. Und Halo. Und Halo. Ja. Das Ganze in L, weil ich fett bin. Zack. Legen wir das mal wieder zusammen. Gut, bei den Wootboxen, das kann man ja auch mal schön zeigen. Das Innenleben der Box. Passend zum Thema immer. Du kriegst das Heft, ich nehme das Bändchen. Ich nehme das Heft. Und natürlich passend auch immer der Wutpin. Da braucht man eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ne? Nö, der Wutpin ist ein Wutpin. Also ist wie bei der Kings Box oder Kings Loot der Kingpin. Ja, siehst du. So wie der Lootpin. Dauerbrenner. Immer gut. Ja, Frage. Kosten. Kosten. Da war ich. Da warst du. Du hast das Heftchen. Guck mal, ich bin nie bin ich da drauf. Ne? Ich bin einfach zu hässlich dafür. Naja, vielleicht... Zu hässlich. Vielleicht macht ihr dann jetzt auch Wootbox unter unserem Video einen Kommentar. Letztes Mal war es ja die andere Box, die wir auch noch unboxing. Vielleicht hier so einen Link einfügen zu dem anderen Video. Ja, Pop-Up. Wir haben die Pop-Up-Figur. Es ist keine Wootbox Exclusive. Es ist eine stinknormale Pop-Up-Figur. Schämt euch, Wootbox. Sowas kenne ich ja gar nicht von euch. Mit 15 Euro. Das Back to the Future ist ein Wootbox Exclusive. Es gibt es nur in der Wootbox mit 10 Euro.
Das Halo-Shirt mit 20 Euro ist auch ein Wootbox-Exclusive. Die Star Wars-Tasse mit 8 Euro ist kein Wootbox-Exclusive. Und natürlich der Kingpin, Wootpin, jetzt habe ich es bei Kingpin, mit 4 Euro ist natürlich auch ein Wootbox-Exclusive. Ein Spoiler auf die nächste. Das ist eigentlich schon fast das Geilste an dem ganzen Heft ist Deadpool. Ich kann schon mal weiter spoilern, weil bislang haben die auch schon es auf die Facebook-Seite gepostet. Und zwar wird das ganze Ding Justice sein. Batman, stimmt, ja. Deadpool, ist noch was? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es gesehen, ich habe drunter kommentiert, ich habe aber tatsächlich vergessen, ja. Ja, ich habe keine Ahnung. Alles zum Thema Justice. Aber ich wollte gerade sagen, es wird Justice sein. Jedes Merchandise zu Deadpool ist immer, immer geil. Definitiv. Brauchbarkeit ja. Ist ja immer so eine Sache. Brauchbarkeit, gut. Also ich kann mich langsam mit Bechern totschmeißen, aber sie sind halt trotzdem immer noch geil. Vor allen Dingen die Becher, also wenn die keine schlechte Qualität haben, und das scheint ja eigentlich eine ganz gute zu sein, ist es dann ja auch einfach immer ein Hingucker. Ne? Und gerade für eingefleischte Fans auch immer ein ganz, ganz nettes Giveaway. Ne? Steht irgendwo drauf, das ist Spülmaschinenfest. Ja, siehst du, dann wäscht sich das auch nicht ab, was man da häufig bei so... wie sagt man, ich habe Zutaten, nein, halt eben so Produkten in so Boxen, ja. Passiert es halt eben auch häufig, dass da einfach so etwas billigere Produkte ja, sind. Genau. Aber dadurch, dass es jetzt auch Disney hintersteht, ist es dann natürlich auch, dass es nicht rausfällt. Das ist natürlich auch ganz gut. Das ist sowieso das Wichtige bei der Wootbox. Die Items, die Wootbox hat nicht viele Items, aber sie sind hochwertig. Ja, im Großen und Ganzen, Kartenspiel kann man immer gebrauchen. Ist halt eben auch wieder ähnlich wie die Tasse, einfach mehr was für eingefleischte Fans. Ne? Also ja, nicht das Schlechte, es ist Gegenteil, es ist immer so. Es ist halt immer so, ne? Pop-Up-Figuren, wenn man sie sammelt, ist immer schön. Man muss sich in die komischen Dinger verliebt haben, sonst ja, ist zu nett. Auch seit meinem ersten wollte ich immer mehr haben, aber ich habe sie irgendwie nie gekauft. Ich immer nur durch die Boxen. Und ja, das Shirt. Shirts sind immer geil. Halo bin ich sowieso ein großer Fan von. Im Großen und Ganzen. Mir gefällt die Box. Ich hatte schon schlechtere Wootboxen, auch bessere, gar keine Frage, aber sie ist so in Ordnung. Sie ist ihr Preis wert. Schön klein, kompakt. Genau. Niedlich. Ja, im Großen und Ganzen würde ich dann sagen, beenden wir das Ganze und wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.